Heute gibt es mal wieder ein Style & Talk Video. Ich rede ein bisschen über die letzten Sachen, die so bei mir passiert sind. Ein paar Gedanken zum Thema Hattie Chip Schmidt beispielsweise. Da hat sie ja ein Video vor kurzem gemacht. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Guten Morgen zusammen oder was gerade in deiner Welt ist. Ich mache mich heute mal wieder vor der Kamera fertig. Das ist immer noch das bestlaufendste Format hier auf dem Kanal. Und dann werden wir das natürlich fortführen. Ich verwende das hier. Mal gucken, ob ich das leer kriege. Bin ich gespannt. Ich habe heute nicht den allerbesten Hauttag. Ich habe rote Flecken. Meine Haut schuppt sich an verschiedenen Stellen. Also ich habe es auch momentan echt nicht mit genügend Trinken. Das ist auch immer so eine Sache, ne? Der Tipp, stell dir was zu trinken parat. Da ist was zu trinken, da ist eine Tasse, da ist eine Flasche. Ich bin da hart. Das kann dann die ganze Zeit stehen. Ich trinke es trotzdem nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich habe Trinkuhren schon auf dem Handy gehabt. Also das habe ich schon ausprobiert, was geheißen hat. Da musste ich immer wieder dran erinnern. Und das ist das einzig Wahre für mich. Nicht. Für mich nicht. Ja. Ein bisschen viel erwischt. Egal. Sonnenschutz ist auch schon drauf. Die kannst du am allerbesten entweder mit einem Schwämmchen, das habe ich nicht, oder mit den Händen auftragen. Aber die kriegt man wahrscheinlich nachher wieder in alle Ritzen rein. Aber ist okay. Ist okay. Die habe ich jetzt schon einige Male verwendet. Die habe ich jetzt aber auch ein Jahr schon. Die ist ein Jahr auf. Ja, das ist so, steht 6 Monate drauf. Noch riecht sie nicht komisch, noch teilt sie sich nicht. Nee, die ist noch nicht abgelaufen. Erst wenn die schlapp macht, dann kommt eine neue dran. Dann kommt eine neue dran. Ich glaube, ich habe noch nie eine Foundation leer gemacht. Mineralfoundation wäre für mich halt perfekt. Und ich glaube, das würde ich mir jetzt das nächste Mal wirklich kaufen. Lili Lolo. Und Mineralfoundation geht halt nicht kaputt. Ne? Also da hat es ja keine pflegenden Bestandteile drin und das bringt es bei mir einfach nicht, weil ich bin nicht immer geschminkt, ich werde auch nicht immer geschminkt sein. Das bringt es halt einfach nicht. Wisst ihr, was ich jetzt zuerst mache? Meine Lidschattenbasis drauf. Die kann man nämlich auch abpudern. Da bräuchte ich jetzt auch eine neue. Ich komme nicht mehr so einfach zu Rossmann, weil ich meinen Auto verschrotten haben lassen muss, können, wollen. Nee, gewollt haben tue ich nicht. Ja, also wenn ihr das Video seht, dann ist es schon soweit gewesen. Und es fällt mir schwer. Es fällt mir sehr schwer. Ich habe dieses Auto geliebt. Ich habe es geliebt, aber man muss der Tatsache ins Auge schauen, dass es jetzt 22 Jahre alt oder 23 Jahre alt, irgendwas um den Dreh rum. Und ich tue das auch so ein bisschen für die Umwelt, denn ich kann genauso gut auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und das fällt mir trotzdem schwer. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, fällt mir nicht schwer. Concealer, ich bin heute wieder ganz professionell drauf. Concealer mache ich auch klar drauf.
Also Fakt ist, mein Auto ist nie direkt durch den TÜV gekommen. Nie, seit ich es habe, hat es immer irgendwas gehabt. Musste immer irgendwas repariert werden. Und vor 2 Jahren hat mein Auto es geschafft, dass ich über 1000 Euro zahlen musste. Das hat natürlich echt mega weh getan. Und dieses Jahr muss es leider gehen. Es musste gehen. Ich werde es so machen, ich habe ja 2 Schlüssel. Ich werde mit dem Zentralschlüssel hinfahren und den abgeben, aber meinen jetzigen Schlüssel werde ich als Glücksbringer behalten. Den werde ich in Ehren halten, auf jeden Fall. Und habe ich das vergessen? Habe ich das vergessen? Egal. Ich habe mein orangenes Zeugs nicht am Start. Ist egal. Liegt da noch da hinten dran. In dem Karton. Es gab irgendwie den Wunsch. Ah, ist der Karton. Es gab irgendwie den Wunsch, dass ich mal zeige, was ich noch so besitze. Es ist nicht mehr viel. Es ist wirklich nicht mehr viel. Vielleicht kommt mal so ein Video. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe das noch nicht komplett entschieden für mich. So, jetzt kann man wieder Puder draufpacken. Das wird tatsächlich ein Produkt sein, was ich leer mache. Also da sieht man schon, da ist schon einiges weg. Der Puder an sich, ich finde den nicht so gut, muss ich sagen. Macht nicht so einen guten Job. Es ist leider schade, du kannst die Leute, die herkömmliche Kosmetik verwenden, immer noch nicht überzeugen. Guckt auf Mikroplastik, denn diese Sachen performen zum Teil einfach beschissenst. Gerade Alverde, da hat Tatice so einen coolen Satz dazu gesagt. Die Sachen wirken halt nicht gut durchdacht. Die Range zum Teil nicht. Die Sachen zum Teil nicht. Die funktionieren halt einfach gar nicht. Die haben so eine komische Foundation rausgebracht, die funktioniert hat echt überhaupt nicht. Da habe ich gar keine Lust, das auszuprobieren. Denn das sage ich mir wirklich, da kaufe ich mir lieber dann so Lililolo, zahle dann meine 30 Euro, aber weiß dann halt auch, dass das funktioniert und die funktioniert auch. Das ist mineralisch, also da sind keine pflegenden Stoffe drin. Da packst du einfach deine Pflege drunter und fertig. Und machst dann aufs Gesicht. Klar habe ich immer wieder Lust, auch zu probieren, ganz klar. Oder sagt mir eben, hey, das wird schon vielleicht, ne? Also, vielleicht haben sie es jetzt drauf, neue Produkte rausbringen, die eben kein Mikroplastik enthalten und so. Aber dann ist es doch wieder beschissen. Daher wird es in Zukunft mineralisches sein. Da bin ich jetzt knallhart und holen mir das. Das ist von der Farbe her auch genau das, was ich brauche. Und ja, ich habe hier noch einen Augenbrauenstift. Hatice hat ein Video rausgebracht, wo sie mal über diese ganzen Oberflächlichkeiten spricht, mit denen sie konfrontiert wird. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, ich habe ja selber vor der Kamera 17 Kilo zugenommen, hatte halt nie so eine Reichweite wie sie. Aber es wäre natürlich mindestens genauso krass bei mir gewesen, wenn ich die Reichweite gehabt hätte. Ich bin auch beleidigt worden, aber so richtig. Denn die Leute sind sich nicht im Klaren darüber, dass hier immer noch ein Mensch sitzt. Und Social Media macht halt schon einen unwahrscheinlich mutig. Ne? Also man stellt Fragen, ist respektlos, ohne Wenn und Aber und macht sich keine Gedanken diesbezüglich. Und das ist halt schon scheiße. Das ist nicht nur scheiße, das ist zum Teil auch wirklich hart verletzend. Denn sowas macht man einfach nicht. Du weißt nie, warum ein Mensch zunimmt.
Nimmt er Medikamente? Hat er psychische Probleme? Denn allein schon das Nehmen von Psychopharmakas kann dazu führen, dass du zunimmst. Was glaubt ihr, was ihr damit anrichtet? Na? Und ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, aber gerade die Anfangszeit, die war für mich natürlich auch mega hart, ne? Also Spaß hat das auch nicht gemacht. Und darüber hat sie halt gesprochen und wie krass respektlos das zum Teil halt ist. Und das, ich kann das, ich fühle das, ich fühle das komplett. Ich fühle das komplett. Eine Zeit lang waren es immer meine Zähne. Da wurden immer an meinen Zähnen rumgemeckert. Grundsätzlich immer. Und hat man das dann vergessen gehabt, dann waren es andere Themen. Man hat dann schon gemerkt, so, ich wurde irgendwo verlinkt und da wurde dann rumgelästert über mich. Und klar, man lebt in der Öffentlichkeit, wenn man sowas macht. Ja, aber Entschuldigung, man muss sich doch nicht alles gefallen lassen oder. Denn Diskussionen unter solchen Videos bringt generell nichts. Du hast als Content Creator hast du immer die Arschkarte. Du hast immer die Arschkarte. Und entweder ignorierst du es oder du entfernst das. Also ich habe meine Filter auf meinen Kanälen halt schon so stark eingestellt, dass ein Großteil der Beleidigungen halt nicht mehr durchkommen. Und das ist schon eine wichtige Sache, denn so lebt sich das um einiges besser. Klar, wenn du eine bestimmte Größe hast als Content Creator, dann geht es irgendwann nicht mehr, ne? Also dann kommen halt auch Kommentare durch, die halt nicht so geil sind. Aber wir sind da in einer Generation, wo ich mir halt echt denke, wow. Aber meistens sind es halt echt immer so Leute, die dann meinen, sie müssten dich beleidigen. Sind dann meistens Leute, die halt irgendwelche psychischen Probleme haben oder neidisch sind oder. Und ich kann mir vorstellen, so auf halt Teachers sind halt viele neidisch und dann sucht man halt Fehler und wenn sie halt zugenommen hat, dann greift man sich das ab. Aber es ist immer scheiße, das halt zu thematisieren. Das ist in der Öffentlichkeit scheiße, wenn irgendwelche Bekannten meinen, dich irgendwie ansprechen zu müssen, frei nach dem Motto irgendwie, ja, schwanger oder was. Dich genauso, das ist genauso beschissen. Na, also, wem brauche ich das sagen? Genauso peinlich eigentlich im Endeffekt, ne? Ah, ich weiß, was ich an dem Quad immer so gehasst habe. Die Farben, die musst du so hart schichten. Die musst du so hart schichten. Jetzt kann man das lassen. Boah, mir juckt heute meine Nase. Natürlich Heuschnupfen. Aber auch die Haut juckt mir. Ich merke immer häufiger, dass ich gerade so Heuschnupfen-Zeiten, dass da meine Haut auch echt drunter leidet inzwischen. So also richtig scheiße. Ja, ich muss mein Auto abgeben. Ich habe mir aber schon so eine Bodo-Fahrkarte gekauft. Das ist in unserem Verbund so eine Karte, wo du, also die läuft so prepaid-mäßig und die kannst du halt automatisch aufladen lassen.
Und da zahlst du 20% weniger. Ich habe viel Glück jetzt. Ich glaube 20% weniger Fahrpreis, Einzelfahrpreis. Denn ich habe ja jetzt kein Verkehrsmittel mehr. Ich habe ja kein Verkehrsmittel mehr. In meiner Welt habe ich es schon noch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt nicht mehr damit fahren. Mir tut das so leid. Mir tut das so leid. Aber wie gesagt, der Zahn der Zeit, man muss es irgendwann weggeben. Man muss es einfach, irgendwann muss es weggeben. Das geht halt nicht anders. So. So kann man mich rausschicken. So. Jetzt den Highlighter von La Vera. Und es kann sein, dass ich den jetzt echt bald mal neu brauche. Denn knallt euch nicht zu alt, der Kosmetika ist aufs Gesicht. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist es vorbei. Und es tut halt auch der Haut nicht gut. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also da musst du halt echt aufpassen. So. So können wir das lassen. So können wir das lassen. Jetzt der Eyeliner von Alterra, aber der ist nicht so gut. Ich finde den von Alverde aber auch nicht gut. Braucht mal einen Ersatz. Ich glaube, der von La Vera, der war nicht schlecht. Denn gerade in solchen Produkten ist viel Plastik drin. So. Zweimal. So, kann man mich rauslassen. Das kann man machen, auf jeden Fall. Ich wurde das letzte Mal gefragt von der Baba-Mama oder Baba-Mami hast du, ob ich den Eyeliner mal weglassen wollen würde oder ob ich mir das auch vorstellen könnte ohne. Es ist so, ich bin so oft nicht geschminkt, dass der Eyeliner für mich ein Muss ist, finde ich. Also ohne geht's nicht. Ich brauche jetzt auch mal wieder eine Wimperntusche, die ist schon wieder so alt, dass ich die eigentlich schon wieder wegtun muss. So. Kann man lassen. Ja, tue ich heute keinen drauf. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Das mag ich heute nicht. Aber ein bisschen Blush könnte man machen. 11. Was? 11 gibt es jetzt standardmäßig bei Müller? Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe hier keinen besonders großen Müller und der hat das nicht. Aber ich muss gleich mal in Ravensburg, wo ich jetzt regelmäßiger wieder hingehen werde, weil da gibt es einen Rossmann und da gibt es eine gute Bahnstrecke. Werde ich gleich mal gucken. Werde ich gleich mal gucken. So. Ich habe heute Morgen meinen Pony geschnitten. Natürlich mal wieder krumm und schief. Aber naja. So, ihr Lieben, ich melde mich wieder ab. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video, falls Bock hast, gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.